Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doom and Destiny. Ja, gestern kam keine Folge, dafür kommt sie heute. Sprich, die Folge Pflanzen gegen Zombies, die heute Abend kommen sollte, kam einfach gestern. Haben wir einfach einmal Platz getauscht. Das heißt natürlich, dass es morgen auch wieder eine Folge Doom and Destiny geben wird. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Hebel. Steckt fest. Okay, was haben wir hier? Ja, wir sind nämlich hier abgestürzt und das Ganze sieht hier nicht gerade einladend aus. Schauen wir mal, was haben wir hier Schönes? Auf alle Fälle schon mal Geld, das ist gut. Geld wollen wir immer. Was ist das hier? Von hier gefunden, Pizza. Ach, das sind Kisten. So ein bisschen diese Super Mario-Welt nachempfunden, die wir schon mal gesehen hatten. Okay, auch nicht schlecht, nehmen wir alles mit. Bier, Pizza... Pizza. Das gefällt mir. Hier bekommen wir einiges. Und jede Menge Geld. Ich weiß ja noch nicht, warum wir jede Menge Geld bekommen. Das ist mir nicht ganz geheuer. 1300 haben wir jetzt. Aber wir werden schon noch herausfinden. Heieiei, da unten ist eine Tür. Wo geht's da hin? Ach, irgendwie in einen Raum. Nett. Mal schauen, wo sollen wir denn als erstes hingehen? Das sind irgendwie Schaufeln. Das bringt uns nichts. Okay. Das, da können wir irgendwie durchgehen. Also sind das die Blöcke in der Luft so quasi? Okay. Das sieht alles irgendwie sehr heiß aus, sage ich mal. Mit diesen ganzen komischen Flimmern. Eieieiei. Naja, nehmen wir mal alles mit, was wir bekommen. Alles nehmen wir mit. Und dann schauen wir mal und gehen jetzt da rein. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder Geld. Yay. Von dir gefunden, extra Leben. Kommt das jetzt hier? War das das Geld? Bier. Ach so, einfach so ein extra Leben wahrscheinlich, weil... Ja, naja, weil Mario-like, ne? Autsch! Jeden 30 Schaden abgezogen. Es geht ja mal gar nicht. Dann sollten wir da wohl nicht hin. Hier haben wir auch wieder Pizza. Geld. Was ist das hier? Bei tödlichen flammenden Dampf. Den blauen schaltet sie, um Dampf abzustellen. Okay. Das ist da oben. War das oben schon immer? Naja. Ist dann jetzt das hier weg? Ah, das ist jetzt weg. Okay. Aha. Und jetzt? Ah, und jetzt ist es da oben weg. Okay. So. Was haben wir hier? Hier haben wir überall Geld rumliegen. Das ist ja gigantisch. Ja, aber gut, wenn man sagt, im Super Mario ist es auch so. Das ist auch überall Geld, 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 Geld. Ah. Ich glaub's nicht. Mama mia, Helden, ihr lebt. Ich bin so erleichtert. Sie sind... Ja, ich bin's. Herr Mario Rossi. Boah, Herr Mario Rossi, der berühmteste italienische Klempner des Universums. Ach bitte, nicht übertreiben. Ich traue meinen Augen nicht. Träume ich? Schau mal, Francis. Schlag mich, damit ich weiß, ob ich schlafe. Ach so, Entschuldigung. Schnell, Francis stand da natürlich. Okay. Oh, wow, das fühlt sich toll an. Entschuldigt die Show. Herr Rossi, haben Sie uns aus dem Gefängnis befreit? Ja, das war ich. Ich musste bloß den hydraulischen Druck des Dampfs in den Rohren unter eurer Zelle erhöhen. Dann, das hat zu einer kleinen Explosion geführt. Wow, Sie sind der Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Leider wurde dabei dieses fliegende Schiff beschädigt und es wird gleich zerstört werden. Wir müssen sofort verschwinden. Oh, gut. Und was jetzt? Eine Warp-Zone, durch die ihr fliehen könnt, ist in Richards Kabine versteckt. Ihr müsst sie finden. Nun, das ist besser, als mit diesem fliegenden Schiff abzustürzen. Oh, keine Zeit zu verschwenden. Ab geht's. Ich bleibe hier, um den Protest zu verlangsamen und etwas Zeit zu gewinnen. Danke, Herr Rossi. Kein Grund, mir zu danken. Ich kann euch doch nicht von dem Namenlosen besiegen lassen. Oh Mann, was geht ab? Okay, was ist das hier? Ein Schalter. Das Schiff explodiert gleich. Du hast 15 Minuten Zeit, die Warpzone im Captains Zimmer zu finden. Du solltest jetzt speichern und darauf achten, den Spielstand nicht mit einem Spielstand zu überschreiben, der scheitern wird, nur noch wenig Zeit hat oder völlig daneben gegangen ist. Okay. Viel Glück, du wirst es brauchen. Sehr schön. Schnell! Steckt fest. Okay. Gut. Also, wir müssen jetzt also den Weg finden, wie wir hier rauskommen. Ich würde mal behaupten, immer dem Geld entlang. Das ist immer gut.
15 Minuten haben wir Zeit. Da oben ist irgendwie... Das Schiff fällt uns... Was? Das Schiff fällt uns alles in verrückt geworden. Das Schiff fällt und alles in verrückt geworden. Wenn wir nicht sterben wollen, sollten wir zusammenbleiben und ihnen ausweichen. Okay. Gut. Also ausweichen. Das Geld. Was ist da unten? Komm, 15 Minuten ist jede Menge Zeit. Das schaffen wir schon. Da unten ist auch was. Okay. Oh, da ist ein Schalter. Da müssen wir den fast besiegen, oder? Den Typi. Nein, haben wir nicht geschafft. Das ist alles deine Schuld. Okay. Alles ist okay. Alles ist gut. Wir werden alle überleben. Keiner wird sterben. Und das war eine bescheuerte Attacke, die kaum was gebracht hat. Yay. Oh, aber das war eine gute Attacke, die sehr viel gebracht hat. Yay. Ob das jetzt eigentlich auch von meiner Zeit abgezogen wird? Ich habe keine Ahnung. Wird das von meiner Zeit abgezogen, der Kampf? Wird das? Tornado. Tornado. Okay, das ist gut. Und... Boom! Nein, das hat aber nichts gebracht. Okay, merke, er bekommt eine andere Attacke hier. Gegen dieser Grauenhaft. So, und hier greift er normal an. Okay, wir haben eine Klinge bekommen. 13? Ich glaube, das wird uns doch vor der Zeit abgezogen. Ist nicht gut. Pizza? Okay, alles klar. Schneller! So. Aber erst muss ich gucken, ob der Dampf da oben abgestellt worden ist. Ja, ist er. Da ist mit Sicherheit was Gutes drin. Extra Leben. And an extra life. Extra life. Yay. Moment. So, dann geht's hier rauf. Und hier oben geht's hier runter. Ich laufe über dem Geld nach. Wieder gefunden, extra Leben. Gut. Ist ganz schön fix unterwegs, das Kerlchen. So. Überall schön kurz in die Kisten reinschauen. Ich denke, das schaffen wir schon. Wow, Pilz Power! Okay, so, du bekommst jetzt mal den Windangriff. Oh, gut, der ist viel besser. Na also, geht doch. Spalten machen wir hier. Yay! Ich schreie einfach mal. Fertigkeiten, umhauender Grog. Brav. So, schlaf gut. Naja. Fertigkeit, Windangriff. Ach Mensch, das heißt, kann meine Tornado-Fähigkeit gar nicht. Wollte aber. Ach Mensch. Naja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann machst du Eldritch-Rakete. Bringt es wenigstens was? Ja, bringt's. Okay. Yay! Yay! Gut. So. Darüber. Und darauf greife ich wenigstens keiner an. Verdammt. Fertigkeiten, Windangriff. Die müssen jetzt alle wegbomben. Und zwar ziemlich schnell, weil sonst werden die 15 Minuten vielleicht doch ein bisschen knapp werden. Das wäre jetzt nicht unbedingt so schön. Turtle Power. Okay, machst du Turtle Power. Alles okay. Machst du. Fertigkeit, Eldritch-Rakete. Ist vielleicht voll gut, oder? Yay. Und dann machen wir den hier weg. Ist da schon mal Ruhe im Karton. Hier kommt was Großes. Aha. War aber auch wahnsinnig groß, ne? Ein gelber Schildkrötenpanzer. Und weg ist er. Und... Bumm. Ach, Scheibenkleister. Na, und nochmal. Danke. Oh, neues Level up. Immer schön die Punkte verteilen. Was ist das hier? Geh's nach oben. Ach, du heilige Kanone. Was ist denn das? Chili Butter Time, hat er gesagt. Konnte ich gerade noch so lesen. Was mache ich denn hier? Wo geht's eigentlich weiter? Ich weiß es noch nicht mal mehr auswendig, ne? Schatten-Eidus! Okay. Man könnte jetzt sagen, dass ich überdreht bin. Bin ich auch. Und zwar sehr. Fertigkeiten, Tornado. Wuhuhuhu. Und? Way, sehr schön. Was? Okay. Voll geheilt. Inventar. We use the beer. The beer vor diesen hier. So. So. Oh, hier sind Kisten. Bier. Pizza. Och Gott, wir werden alle sterben. Ja. Werden wir. Schlimm, oder? Fertigkeiten, Spalten.
bebumst den doch nicht ganz weg. Schade. Na, schlaf gut. Nein, wir wollen aber nicht schlafen. Fertig. Na, jetzt, hör mal auf. Hört ihr auf? Oh Mann. Ganz schön fies. So. Okay. Der Schildkrötenpanzer. Mach mal weiter hier. So, den hier. So, und jetzt Tornado. Ist immer noch kein Tornado. Ich hätte schwören können, da war der Tornado-Typ dabei. Ach Mensch! Ach so, das ist der rote mit Tornado. Nee, das ist der blaue mit Tornado. Okay. So, jetzt na. Weg damit. So. Also, wir gehen jetzt mal hier rauf. Da ist eine Tür. Die Tür gibt nicht nach. Sehr schön. Okay, was ist das hier? Ach du heiliger Bimbam. Vielleicht sollten wir erst den Weg finden, wo wir hin müssen. Und dann können wir immer noch weiterschauen. Boah, ist das viel Geld hier. Pizza. Pizza. In der Kantine gibt es natürlich jede Menge Zeugs, ne? Wir haben noch 10 Minuten. Okay. Bier. Bier. Pizza. Okay. Pizza. So. Extra Leben. So. So, und dann jetzt hier wieder raus. Mhm. Was ist denn das hier unten? Ist der gleiche Spaß in grün. Der ist irgendwie voll langsam. Ich glaube, der hat nicht so viel Panik. Ich nehme nur ein bisschen was von dem Zeug mit. So, und dann schauen wir mal weiter hier. Okay, da oben brauchen wir einen Schalter. Und das hier war... Hat das gerade wie ein Pfeil ausgesehen? Das ist gut. Was ist das hier? Okay. Ein Gefängnis. Ach hier, das ist unser Raum. Naja, ich nehme ein bisschen was von der mit. Das wären zwar jetzt 40 Golds, die ich jetzt liegen lassen habe, aber naja. Wow. Okay, geschafft. Und was ist hier? Hier ist Geld drin. Jede Menge. Von dir gefunden. Extra Leben. Was wir hier extra Leben sammeln, das ist der Wahnsinn. Wahrscheinlich immer, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Geld bekommen haben. Wie haben wir denn schon? 3600? Na, das hat sich doch gelohnt. So, du lässt mich in Ruhe. Was ist hier? Okay, hier ist auch Gold. So. Oh, hier ist eine Kiste. Blauer Hebel. Okay. Dann könnte ich jetzt noch kurz hier reinschauen, was hier drin ist. Oh, hier sind jede Menge Kisten. Bier, Pizza. Alter, das ist ja krass. Wahnsinn, wir bekommen hier voll die Ausrüstung, voll die Lebensmittel. Wehe, wir können das am Ende nicht behalten. Da kann man voll farmen hier im Endeffekt. So, raus hier. Hauptsache, wir haben ein bisschen was von dem Zeug eingesammelt. So. So, müsste funktionieren. Genau, sind wir durchgekommen, ohne die mit den Typis da was zu tun zu haben. Blauer Hebel wurde benutzt. Hier kommt eine Leiter. Geht's da weiter? Geht's da auf der Leiter weiter? Ja, da scheint es wohl weiterzugehen. Ich glaube, das Rote ist wohl... Der weiße Mann sagt, lauft! Okay. Oh. Irgendwie lustig, haben wir hier zugemacht. Okay. Wir haben noch jede Menge Zeit. Wir könnten die Zeit nutzen, um uns noch ein bisschen weiter umzuschauen. Schauen wir noch ein bisschen, hm? Hier zum Beispiel ist noch ein bisschen Gold. Und hier unten? Ach, den, ja, den müssen wir fast mitnehmen. Um den, glaube ich, kommen wir gar nicht rumrum. Sowas aber auch, wenn wir da nicht drumrum kommen, das ist nicht unbedingt gut. Aber was soll man machen? Man kann es ja nicht ändern, ne? Man kann es ja nicht ändern. Massive Rock. So. Und dann will ich hier... Hä, was war denn das? Das war ja voll der Blindgänger, ey. So, Tornado einmal durchjagen. Bisschen Lebenspunkte. Hey, sehr schön. Immer so ein bisschen Erfahrungspunkte farmen, so auf diese Weise, ne? So, hier Pizza bekommen. Hier ist Geld. Hier ist ein ganz lahmarschiger wieder. So, da sind wir nur einmal rundum gegangen. Da waren wir ja schon. So. Pizza! Pizza! Bier! Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Mich würde interessieren, wenn die Zeit abgelaufen ist, ob man dann wirklich Pech gehabt hat. Deswegen werde ich da vorne dann nachher speichern. Und dann werde ich das austesten. Ich will das nämlich wissen. Ich will das wissen. So, hier gehen wir auch noch kurz rein. Aber hier ist, glaube ich, nichts, ne? Nur ein bisschen
Nur ein bisschen. So, greifen wir den auch nochmal eben an. Ja, ist, wenn wir schon hier so relativ leichte Gegner haben, was heißt so relativ leicht, sie sind leicht, dann können wir das schon nutzen, um hier auch ein bisschen zu farmen. Lebenspunkte, ach nicht Lebenspunkte, Erfahrungspunkte. Meine Güte, bin voll durcheinander. So. Die Attacke macht bei dem nicht wirklich viel aus. Es sollte ich mir angewöhnen, diesen blöden roten Kapuzenhaini mit einer anderen Attacke anzugreifen. So. Boah, super. Hat sich ja gelohnt. Fertigkeiten, Spalten auf den hier. So, und den machen wir jetzt noch. Es wird doch wohl funktionieren. Hallo? Sag mal, kann man dich nur mit Magie? Das ist ja mistig. Das ist voll gemein, wenn man den nur mit Magie... Jetzt habe ich den Tornado gewählt. Ach, verdammt. Egal. Down ist down. So. Inventar. Bier. Müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen auffüllen. So, hier sind nämlich auch noch Kisten. Die habe ich von der anderen Tür aus gesehen. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Müssen wir immer noch weiter gucken. Ist mir wurscht. Wir müssen ein bisschen schauen. Wenn wir hier schon so viel sammeln können, wäre ich doch doof, wenn ich es nicht machen würde. Das heißt, wir schauen noch, ob sich hier noch irgendwie was finden lässt. Hier beispielsweise sind ja auch noch jede Menge Münzen. So. Extra Leben. Und jede Menge extra Leben. Das sind ja auch schon viel wert. So, schauen wir mal, ob sich hier noch was findet. Ja, hier sind noch Kisten. Vor allem das Zeug muss ich mir dann wenigstens nicht kaufen. Und Bier ist, bringt echt viel, was die Mana-Punkte angeht. Hier unten mal auch nochmal. Hier oben noch ein bisschen rumgehen. So, den angreifen. Wobei ich da nicht versäumen darf, dann zurückzulaufen. Weil sonst habe ich ein Problem. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. So, Fertigkeiten. Na komm schon, hört mal auf mich anzugreifen. Ja, hört da mal auf. Umhauen, der Krog. Und, boop. Der bringt kaum was. Ich sollte eine andere Attacke für ihn nehmen. Habe ich eigentlich jetzt ziemlich spät beschlossen, oder? Die hat schon die ganze Zeit nichts gebracht, die Attacke. Und ich habe sie trotzdem genommen. Aber naja. Mit Angriff. So, und nochmal angreifen. Quatsch. Ist der auch mal weg. Schauen wir hier noch rauf. Ich glaube, das war es dann so ziemlich. Da oben wäre doch vielleicht noch was, aber das lasse ich. Jetzt lauf halt mal ein bisschen schneller hier. Meine Güte, manchmal bremsen sie irgendwie. Finde ich nicht so toll. So, hier oben wollte ich noch. Das ist alles deine Schuld. Ich habe gar nichts gemacht. Es war überhaupt nicht meine Schuld. Hörst du? War nix meine Schuld. Nein. Oh. Och Mensch, der hätte down gehen müssen. Hätte er. So, Bombe. Schauen wir mal, ob die Bombe ein bisschen... Ach, jetzt habe ich den auf den. Aber 102 ist immerhin besser, wie das, was die umhauende Grog bisher gemacht hat. Ich wollte die Bombe nicht auf den machen. Naja, passiert. Der ist ganz schön stark. Also, der Gegner. Bin dann drin. Sehr schön. Magischer Trank. So, jetzt schauen wir noch hier rauf. Okay, da sind auch noch ein paar Kisten. Aber ich sollte mich jetzt auf den Weg zurück machen gleich mal. Weil sonst wird es nichts mehr. Nee, den Kampf, auf den lasse ich mich nicht mehr ein. Ich laufe jetzt zurück. Es wird mir jetzt zu heikel. Ich will es nicht riskieren. Okay, haben wir noch einen Kampf. Am letzten Endes werde ich es dann wirklich noch versauen. Das wäre ganz witzig. Aber naja. Nee, das versauen wir nicht. Ich meine, der Kampf ist jetzt auch gleich vorbei. So, Bombe. Genau. Fertigkeiten, Tornado, damit die beiden ein bisschen Schaden zugefügt wird. Fertigkeit, Windangriff. Dann ist der schon mal down. Und dann noch Spalten und dann ist der down. Dann ist der Kampf hier schon wieder vorbei. So, noch 1,5 Minuten. So, lauf! Lauf! Holen wir uns die Münzen hier noch. Wir haben immer noch so viel Zeit. Eigentlich total schwachsinnig. So. Jetzt will ich hier mal speichern. Fortsetzen. Ich will es jetzt mal riskieren, dass wir die Zeit mal ein bisschen noch hinauszögern. Es muss ja irgendwie... Es wird mich einfach interessieren, was passiert, wenn wir die Zeit übersehen. So. Bier.
Bier. Pilz Power! So, den will ich jetzt noch kurz down bekommen. Und zwar bevor die Zeit abläuft. Fertigkeit, Spalten. So. Den down machen. Ich bin gespannt, was passiert. Achso, Bombe. Ja, genau. Auf den hier. Yay! Was eigentlich wurscht ist, was ich jetzt gerade mache, weil die Zeit läuft eh runter und runter und runter und runter. Mimi! Bringt bei dem nichts, so anzugreifen. Ja, ganz im Gegenteil, wir heilen ihn ja sogar noch. So. Hier noch ein paar Punkte dazu. So. Jetzt laufen wir zurück. Zack. Zack. Nicht so. Moment. So. Kann ich jetzt nicht mehr speichern? Ach, ich kann jetzt nicht mehr speichern. Doch. So, schauen wir mal. Bin gespannt, was jetzt passiert, wenn die Zeit abläuft. 22, 21, 20. Nee, ich bin echt gespannt, ob das Spiel dann vorbei ist. Das möchte ich nämlich jetzt wissen. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Ach komm, ey, verdammte Mist. Mal überlebt. Okay. Zum Titelbildschirm. Das mache ich jetzt absichtlich, weil das würde ohnehin passieren. Das weiß ich, dass das ohnehin passiert. Was? Ihr habt es also wirklich geschafft zu fliehen? Nun, es scheint, als wäre es soweit. Nach dem Verhör kommt jetzt die Folter. Ach, Moment. Oh, verdammt. Die Zeit läuft trotzdem runter. Ja, das ist jetzt scheiße. Jetzt haben wir den Kampf umgangen. Och, Mensch. Aber wir müssen den Kampf... Ach, schade. Okay. Ach, Mist. Wird dann irgendwas anderes passieren? Egal, kommt schon. Das passiert so und so. Nur, ob das mit Portal irgendwie anders ausgesehen hätte, weiß ich nicht. Titten! Brüste! Hupen! Quarktaschen! Was machen diese Otaku hier? Raku findet euch süß. Raku mag euch. Halt den Rand, Raku. Du denkst immer nur daran, Haarkram mit Männlein zu machen. Haarkram also. Haarkram. Gut. Aber meine Damen, beruhigt euch. Yo, chillax. Soll ich euch den Rücken waschen? Vielleicht wäscht sich dieses Missverständnis dann weg. Und Zerfix, mich ärgert's immer noch, dass ich's doch so weit hinausgezögert habe. Ich dachte, dass wenn ich durch die Tür gehe, die Zeit dann sowieso vorbei ist. Na egal. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Oh, ihr seid so tot. Ups. Wow, was für ein Schlag. Und ihr seid alle die Nächsten. Was? Ja, das ist die typische Asia-Kram, dass die Leute dann irgendwie voll alle durch den Himmel fliegen. Und trotzdem mit Sicherheit. Ja, genau, das Blinken am Horizont, wenn sie verschwinden. Kapitel 6, Big Trouble in Neo Sushi. Okay. Gut. Ja? Hallo? Achso, ich sollte vielleicht mal einen Knopf drücken. Ha! Sind wir tot? Nein, sind wir nicht. Du hast unseren Sturz abgefangen. Bin ich tot? Komm, steh auf. Niemand stirbt. Nur besiegt. Wurde ich besiegt? Ach, Junge, steh auf. Leute, warum sind eure Klamotten jetzt anders? Seid ihr böse Klone? Ja, nur Spaß. Nein, sind wir nicht. Unsere Klamotten waren nass und wir haben uns ein paar Gewänder genommen, die da hingen. Geil, ein neuer Style für Nigel. Gut. Boah, ich bin so geil. Gut für euch. Also, was machen wir jetzt? Und nebenbei, wo sind wir? Keine Ahnung, aber vielleicht sollten wir die Umgebung checken. Der Tempel könnte ein guter Anfang sein. Gut. Und das wiederum
ist leider das Schlusswort für heute, denn ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr seid nicht so sauer, dass ich das mit der Zeit so hinausgezögert habe. Ich wollte eigentlich nur herausfinden, ob das Spiel wirklich vorbei ist, wenn man falsch speichert. Bin aber davon ausgegangen, dass wenn ich durch die Tür durchgehe, alles gut ist und die Zeit vorbei ist. Naja, das habe ich wohl ein bisschen versäumt. Wer es schon richtig gemacht hat und wer das geschafft hat und alles gemacht hat, wie es sein soll, der schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was denn passiert wäre, wenn ich es rechtzeitig geschafft hätte. Ich hab's ja eigentlich rechtzeitig geschafft. Ich hab's nur, naja, falsch gemacht. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.